Rosi Fröhlich, echter Patientenfall, Typ 1 Diabetes und Fragestellung, eine Stunde später Blutzuckeranstieg, ist das in Ordnung oder nicht? Ich bin die Rosi Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis, bin von Beruf Diabetesberaterin und zur Fragestellung zurück. Also ihr Lieben, denkt dran, plus weg, abonnieren, je nachdem wo ihr mich seht, für den ganzen Content, die ganzen Infos und die Dinge, die ihr alle für euch selber dann auch mitnehmen könnt. Also zur Patientin zurück. Es ging um eine Typ-1-Patientin mit der Fragestellung, dass die Blutzuckerwerte immer hochgehen und sie da unglücklich war. Der Diabetes war relativ neu. Das heißt, es kommt häufiger vor, dass Patienten ihren Blutzucker messen. Wenn wir die kontinuierlichen Messungen haben, haben wir ja Sensoren auf der Seite oder Sensoren manchmal sozusagen auch im Bauchbereich, die dann kontinuierlich den Blutzucker messen, oder es gibt auch welche, die kennen das, dass man das mit dem Finger messen kann. Oder manchmal in den Kliniken gibt es auch an den Ohren. In der Regel ist es so, dass die Blutzuckerwerte auch bei gesunden Menschen immer sozusagen vor der Mahlzeit niedriger sind. Wenn ich etwas esse, logisch, wird schon im Mund Zucker draus. Das heißt, der Körper fängt im Mund schon an, aus den klassischen Kohlenhydraten Zucker zu produzieren. Und an der Stelle ist es so, dass der Blutzuckerverlauf hochgeht. In der Regel muss man immer sagen, dass es ungefähr, je nachdem, was ich natürlich auch esse, 3, 4, 5 Minuten gehen kann, zum Beispiel bei klassischem Traubenzucker. Esse ich jetzt aber Mehrkornbrot, Vollkornbrot mit Eiweißbelag obendrauf, also Quark oder mit Frischkäse, oder ihr esst Wurstaufschnitt obendrauf oder Ballaststoffe, Tomate, Gurke, dann ist der Blutzuckerverlauf immer etwas langsamer, weil der Körper ja auch die Eiweißquellen und den Fettanteilen noch verarbeiten muss. Das heißt, das Brot wird nicht immer gleich sofort, dass es ins Blut schießt, sondern man muss da immer tatsächlich auf das einzelne Lebensmittel zurückgucken. Habe ich sowas wie Kartoffelchips, was fällt mir noch ein, Pommes zum Beispiel, Pizza, dann können die Blutzuckerwerte durch den Teig bei der Pizza, durch zum Beispiel die Kartoffel, die verkleinert ist, also in dünne Scheiben, das hätten wir ja bei den Chips, da geht ja der Blutzuckerverlauf eventuell etwas schneller, weil ja auch der Körper, auch aus Kartoffelpüree zum Beispiel, schneller einen Blutzuckeranstieg machen kann. Das merkt man ja schon, weil das Essen im Mund dann auch schon schneller weich wird. Das heißt, es gibt viele Gründe, die den Blutzucker beeinflussen. Wenn ich jetzt den Blutzuckerwert nach einer Stunde messe, beim Gesunden oder beim Patienten mit einer Diabetesdiagnose, egal ob 1 oder 2 oder ihr wollt einfach so mal messen, dann ist es immer so, dass die Blutzuckerwerte ansteigen können. Beim gesunden Menschen können die auch mal auf 180 hochgehen, sogar nach einer halben Stunde. Da wir aber sozusagen ohne Diabetes ja in der Regel keine Blutzuckerwerte messen, ist dann diese Struktur, dass wir das nicht mitbekommen, dass der Blutzuckerverlauf hochgeht. Und je lecker das Essen ist, je schneller die Kohlenhydrate zu Zucker umgewandelt werden, desto schneller und höher wird auch der Blutzucker, also geht auch die Kurve höher. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch immer der Insulinanstieg hinterherkommt. Beim Typ 1 Diabetes wird ja Insulin dazugegeben sozusagen und zur Mahlzeit abgegeben. Und bis die Anflutung, Blutzuckerverlauf als auch Insulinanstieg, die kommen ja nicht immer gleich parallel. Es kann sein, dass ich einen Zuckeranstieg habe und dass der Insulinanstieg verzögert ist, oder beziehungsweise der Zuckeranstieg schneller als die Verzögerung vom Insulin, weil man gucken muss, welche Insulinsorte nutze ich hier, also wie schnell flutet die an und wie lange ist sie sozusagen unterwegs. Dann muss ich immer gucken, was habe ich tatsächlich an Mahlzeiten gegessen, wie viel Eiweiß ist drin, wie viele Ballaststoffe sind dabei, ist das kombiniert, habe ich die Kartoffelchips alleine oder gibt es da noch was anderes zu. Und dann muss man auch immer beachten, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, gesünderes Essen esse, also Salate zum Beispiel mit Gemüse und ein bisschen Eiweißquelle, dann kann auch die Leber selber Zucker herstellen, wenn zum Beispiel nicht genügend Kohlenhydrate gegessen werden. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie der Blutzucker ansteigen kann. Auch eine Stressbelastung, wenn ich geärgert werde, wenn ich Dinge habe, mein Gehirnkasten irgendwas nicht okay ist und ich merke, hier stimmt irgendwas nicht. Stressbelastung kennt ihr alle, jegliche Art. Dann geht Adrenalin und Cortisol auch hoch und dann geht auch der Blutzucker hoch. Und wenn das parallel ist, weil ich schnell esse und los muss, Termine habe und irgendwie alles eh schon so eng ist, dann kann das sein, dass das auch den Blutzucker beeinflusst.
Das heißt, es gibt immer mehrere Gründe außer Essen, die Leber zum Beispiel, die Stressbelastung. Wenn jemand Schmerzgeschehen zum Beispiel hat, kann es auch den Blutzucker ansteigen lassen. Oder wenn ich viel Energie verbraucht habe, dass der Körper merkt über den Muskelzellen, dass sie leer sind, dann kann es sein, dass die Leber wieder schneller Zucker abgibt, weil es ein Ersatzzucker ist, den die Leber rausschmeißt. Auch da können wir veränderte Blutzuckerwerte kriegen. Das kann natürlich auch mal zusammenkommen. Deswegen kann man nicht pauschal immer gucken. Das muss man sich im Verlauf von mehreren Blutzuckerwerten, man muss sich das im Tagesverlauf angucken. Es ist immer ein Unterschied, ob ich morgens um 6 den Blutzucker messe oder um 10 Uhr zum Beispiel. Zum Beispiel das Frühstück immer verschiebe, dann habe ich auch unterschiedliche Zuckerwerte, weil in den frühen Morgenstunden, nachts 3 bis 4 Uhr, die Leber auch Zucker produziert. Oder zum Beispiel in den Morgenstunden 5, 6, 7, 8, 19 gehen die Blutzuckerwerte auch häufig hoch, vor allen Dingen dann, wenn auch nichts gegessen wird. Also ihr Lieben, ihr habt schon mal einfach ein paar Dinge gehört, die alle den Blutzucker beeinflussen können. Schaut einfach mal bei euch, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch überhaupt immer so geht mit den Zuckerwerten von denen, die Diabetes überhaupt haben. Ansonsten ganz liebe Grüße und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und danke für euren Content und ihr wisst ja, plus weg abonnieren, damit das hier weitergeht. Ganz liebe Grüße, eure Sandana.